Okay. Dann würde ich sagen, legen wir los. 850 Millionen Trash-Farm Budget Bab. Ich habe schon eben gesagt, wir machen ein bisschen wie ein Experiment das Ganze. Denn ich habe eigentlich nur ein Ziel. Ich will 650.000 EAP schaffen. Wieso 650.000 EAP? Weil ein Banling auf MP10, also die kleinen Wahnsinnigen, die wahnsinnigen Selbstmörder in den Bastionstiefen, die machen bis zu 650.000, so ungefähr Schaden. So einen möchte ich davon überleben. So wie ich, so spiele ich auch selber. Wenn man zwei ankommen und an einem explodieren, stirbt man. Aber einen möchte ich überleben. Und die machen, das sollte man beachten, physischen Schaden und sind Nahkampfangreifer. Das heißt also, wichtig ist für uns physischer Widerstand und unter Umständen reduziert den durch Nahkampfangriff erlittenen Schaden um 5%, also diesen Stat. Gibt es auch nochmal als den dritten, das dritte Set, reduziert den durch Nahkampfangriff erlittenen Schaden um 4% bei Mikar. Also, mal sehen. Und danach verlose ich den. Verlosen oder Giveaway, wir werden mal sehen. Und anfangen würde ich halt eigentlich immer gern mit einem Scorn. Und ich sagte ja, da wir halt, an sich mag ich am liebsten eine Tech-Speed-Scorn, aber da wir jetzt wirklich nur auf Trash-Farmen gehen und ich für 800 Millionen oder 850 Millionen 650.000 EAP haben will, würde ich sagen, habe ich schon mehrfach gesagt, dass bei niedrigeren Budgets Vita oder Stärke als Roll besser sind. Und gleichzeitig sagt sie auch, was ganz wichtig ist beim Trash Farm, ist Crit-Schaden und Crit-Chance. Die sind viel wichtiger als Attack Speed, genau anders als die zwei Einhandwaffen-Barbs. Allerdings auch nur je nachdem, was für ein Budget wir haben. Das ist nicht so pauschal zu sagen. Denn auch wenn man dann höher geht im Budget oder teurere Barbs hat, erstens will man dann, dass man beides mitmachen kann. Also zwei Einheitwaffen und Scorn Farm. Das ist das Erste. Und zweitens wird dann natürlich auch Attack Speed wichtiger, weil man ja selbst schon für 30 Millionen Budget ja voll bufft auf 70, 80% oder über 80% Crit Chance kommen kann. Ja, dann wird natürlich dann irgendwann steigert man nur noch den Attack Speed, um den TDPS zu erhöhen. Gut, nur mal so am Rande. Aber für uns ist jetzt wichtig, dass wir viel Crit-Schaden haben, halbwegs viel Stärke. Ich gucke jetzt einfach mal, was wir so kriegen. Wir haben, ich zeig's mal, wir haben 13, nee, wir haben 12 Slots. Wir haben nicht 13 wie sonst, sondern 12 und dazu noch die Gems. Ja, das heißt also, ach Mensch, hier ist er. Also bei 850 durch 13 rechne ich mal, also 65 Millionen pro Slot und der Scorn, der darf ruhig teurer sein. Also der ist so wichtig, ja, da kann ich, sage ich mal, bis 150 Millionen. Und man sieht, Scorns sind sehr, sehr teuer. Also nicht, ich krieg nicht mal einen, also mit Stärke und Vita, nicht mal über 1400 DPS. Also, das ist zwar schön hier zum Beispiel mit so 500 Stärke und 180 Vita, da kriegt man natürlich eine Menge Stats, aber es ist halt schade, dass wir nur 1360 DPS hat, ne? Und bei allen Angriffen pro Sekunde ist der DPS, ja, das, dieser Wert hier, bei allen Angriffen. Bei einem Angriff pro Sekunde, auch der Average Damage. Ja. Wenn ihr es sehen wollt, hier zeige ich euch an den Average Damage, hier den DPS und sofern der Scorn keinen Attack Speed hat, sind die Werte immer gleich. Seht ihr?
Immer das Gleiche. Weil, ja, ist glaube ich klar für die meisten. So, jetzt gucke ich mal, gut. Wie sieht's denn aus, wenn ich ein bisschen mehr Vita mir hole? Also einen fetten Vita-Roll drauf habe, da kriege ich für 150 Millionen auch nichts. Ja, zwar, also 600 Base-Stats ist natürlich sehr schön, aber ja, man sieht, wie teuer das geworden ist. Und da müssen wir jetzt finden, was für uns so die beste Preis-Leistung ist. Und naja, wir kommen echt, also wir können natürlich hier viel Stärke uns holen, aber also zufriedenstellend finde ich das Ganze hier nicht, was wir hier sehen. Deswegen gehe ich mal noch ein bisschen höher mit dem Preis. Aber selbst da. Ich meine, lasst euch von sowas hier nicht beeindrucken. Ne? Da müsst ihr immer vorsichtig sein bei dem Stein, der da drin ist. Ja, dieser Wert hier zählt. Aber es ist alles nicht so ganz. Vielleicht gehe ich nochmal mit dem Crit-Schaden ein bisschen runter. Aber das ist dann auch schon das Unterste. Das hier ist ein schönes Angebot mit so viel Crit-Schaden. Wenn man da mal guckt. 95. Es ist halt schade, dass wir da halt. Ja, gar keine Vita dann drauf haben. Weil ich, wie gesagt, um die 650.000 EAP zu erreichen, wäre es halt immer schön, Vita noch drauf zu haben. Weil das Vita übers Gear zu bekommen, ist wirklich hart. Also. Hier ist einer frisch raufgekommen für 26 Millionen. Den kaufe ich jetzt mal ganz schnell. Weil ihr seht ja im Vergleich, ist das auf jeden Fall ein Schnäppchen. Das war ein Tag, 12 Stunden. Ich nehme den nicht selber. Ich werde vielleicht für den selber traden. Oder mal gucken am Ende. Ja, jetzt haben wir mal einen Scorn zum Vergleich mit Vita. Ja, also sicherlich kann man den hier wieder teurer verkaufen. Aber wir haben jetzt mal einen Scorn auch, mit dem wir am Ende vielleicht vergleichen können. Ja, ich will einfach, ich will auch mehr ausgeben. Ich bin gerne dazu bereit, mehr auszugeben für den Scorn. Es ist halt schade, dass man wirklich kaum was findet. Ja, das war ein schönes Schnäppchen jetzt. Und da hat man auch gesehen, ein Tag, 12 Stunden. Ne? Das war ganz frisch drauf. Da muss man immer dann schnell zuschlagen. Also da kann man auch blind kaufen teilweise, wenn ich so solche Werte da eingebe. Ihr seht ja, die Vergleichspreise sind einfach andere. Aber wie gesagt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was hier so ein Angebot ist. Ich fand noch am besten, das ist eigentlich wirklich mit den Stärke-Rolls. Da hatten wir hier der hier, genau, für 95 Millionen. Den fand ich eigentlich am überzeugendsten. Der hat halt schön viel Stärke und schön viel Crit-Schaden. Und das ist wirklich für uns wichtig. Das ist auch nicht ganz so sehr zu sehen im Paper DPS, aber hier haben wir zum Beispiel mal einen Vergleich. Wie viel kostet der denn Pyro? Hier ist halt schön zu sehen, also die 80 mehr Stärke und 20 mehr. Ja, da könnte man halt eigentlich schon wieder gucken, ob man dann wirklich gar keinen Roll drauf nimmt. Da können wir mal gucken, weil man also mit 300 Stärke. Ja, das ist der, den du mir gepostet hast. Der kostet halt 129 Millionen. Ja, und da finde ich, also die 60 mehr Average Damage finde ich nicht so wichtig wie 100, über 100 Stärke und 20 mehr Crit Schaden. Also, das ist zwar, das müsste man mal wirklich ganz genau im Detail berechnen, was da besser ist, aber das, was ich schade finde, ist halt, dass wir keinen Vita Roll drauf kriegen. Also, das ist wirklich, das wäre halt wirklich schön, wenn man noch einen Vita Roll drauf kriegen könnte. Aber es sieht, muss schon sehr weit runter gehen. Ich guck mal noch mal so ein bisschen so. Weil ohne ein Vita Roll wird es schwer. Weil das zweite ist halt, was ich gern hätte,
wäre halt ein Andariels. Aber ein Andariels, man verliert halt 10% Leben im Bezug und den Sockel. Also 28% Leben. Oder 25%, wenn ich nicht den besten Gem nehme. Verliere ich am Leben gegenüber Mempo als Andariels. Dafür hat man auf dem Andariels die Crit-Chance, ja. Und für so ein Barb kann ich kein Crit-Mempo kaufen. Deswegen ist es alles, finde ich, sehr kompliziert, um wirklich jetzt das Maximum rauszuholen. Ich bin auch noch mal bereit, hier ein bisschen hochzugehen. Und man sollte auch wirklich da sich beim Mempo dann nicht. Kann man sich ruhig auch ein bisschen Zeit lassen, weil das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Und wie man schon sieht, also wenn hier. Das ist interessant, ehrlich gesagt, hier. 159 Kutschern, aber hat schon 100% Kutscher an Gem drin. Das heißt, der würde nur 80 Millionen kosten. Ist natürlich ganz nice. Und er hat 200 Vita, er hat 500. Das ist schon auf jeden Fall verführerisch, hier den zu kaufen. Vor allen Dingen, weil wir so viel sparen würden. Aber auch da, wenn man hier guckt, 66, na, kaum großer Unterschied. Ja, also, naja, halt 30 mehr Average Damage. Aber dafür hat der sogar mehr Vita. Also, so überzeugend ist der hier nicht. Es sind ein paar nette Angebote, aber nichts, wo ich denke, boah, fett, das kaufe ich. Ah ja, genau, das war der, der vorhin drauf kam. Das ist nämlich auch hier ein sehr schönes Angebot. 240 Geschicklichkeit darf man nämlich auch nicht. Ja, es ist zwar nur Dodge, aber naja, immerhin. Muss man bei 850 Millionen dann wirklich bei der Waffe sparen? Nö, ich spare ja auch schon nicht, aber wie du siehst, ist mein Maximum, ist ja schon ein Viertel des Budgets. Das hier ist auf jeden Fall netter Scorn hier für 60 Millionen, ist auch nicht zu teuer. Auch besser als der hier. Auch wenn der schon wieder einen 100% Crit-Stein drin hat. 180 Millionen. Also ich werde den hier nehmen. Guck mal noch hier. Es ist echt. Das kriegen wir noch, wenn man hier ein bisschen höher gehen. Nee, da wird es nichts. Also unter über 175 Crit-Schaden brauchen wir nicht. Ich glaube, so 165 würde ich sagen, ist das Optimale. Hier sind wir jetzt auch im Bereich, wo es teurer wird. Ich mache mal hier noch ein bisschen. Ich weiß, ihr wollt, dass ich unbedingt was kaufe, aber wie gesagt, ich will da mir wirklich Zeit lassen. Und der Scorn ist so wichtig. Ja, das ist leider, das ist mir zu wenig Average Damage, wenn ich so viel Geld ausgebe. Deswegen möchte ich noch ein bisschen gucken. Der sieht auch schön aus hier, aber da gucke ich jetzt auch mal noch mal weiter, was wir so kriegen.
Ah, der McCutschaden. Also, ich kaufe jetzt diesen hier. Der überzeugt mich am meisten. Mit dem Crit-Schadenstein, den brauchen wir nämlich eh auf jeden Fall. Und 180 Crit-Schaden ist auch schön. Also, er hat schon 280% Crit-Schaden. Und hat auch ein bisschen Vita. Ja, also, wenn man mal hier vergleicht, der für 26 Millionen. Wie gesagt, wir können ja dann am Ende gucken. Ja, nachher fehlen 100 Vita und wir nehmen den. Das war wirklich ein super Schnäppchen, aber den würde ich ganz gerne selber auch ein bisschen mal austesten, zum Austesten nehmen mit so viel Vita, um zu vergleichen. Der hier hat 90 Millionen ja circa gekostet. Und ja, naja, mal sehen. Gut, jetzt haben wir einen Scorn gefunden. Und ich mache mal weiter so mit den Standard-Items. Also wir brauchen 24% Movement Speed ist klar. Den Helm würde ich gerne am Ende gucken. Ich mache mal weiter mit den Schultern. Und da wie immer alles. Was mir hier jetzt wichtig ist bei den Schultern ist, dass die Schultern physischen Widerstand haben. Ihr seht auch, dass das viele auf die Idee schon gekommen sind. Nämlich daran, dass physischer Widerstand, also zumindest wenn ich in letzter Zeit immer geguckt habe, sehr teuer ist. Hier und ganz selten auch nur. Hier hätten wir zum Beispiel schon schön für 16 Millionen, der gefällt mir auch sehr gut, gleich hier auf Anhieb. Aber ich möchte mal noch ein bisschen gucken. Ja, Wusa, aber da kaufe ich wahrscheinlich einen IK-Gürtel. Also ich muss wirklich sagen, hier haben wir jetzt schöne. Ich muss doch wirklich sagen, dass das hier ein super Deal ist. Guck mal hier noch. Hier hätten wir zwar vor allen Dingen mit 160 Vita. Also ich kaufe die hier. Die ich auch eigentlich direkt gesehen hatte. Wir brauchen den physischen Widerstand. Ich trage das jetzt mal in die Tabelle ein. Schulter 16. Dann, ich guck mal, wie viel kosten denn die Gems? Ich habe da nämlich total den Überblick. Also, weiß gar nicht, wie viel die Gems kosten. 31 Millionen. Ja, trage ich hier ein. Und die Main Hand kostet 94 Millionen. So, dann machen wir weiter mit Lakunis, denn Lakunis sind absolut Pflicht für uns. Und ja, wenn man jetzt mal die Breakpoints beachtet, wir brauchen im Endeffekt, wie gesagt, nur zwei Items mit Attack Speed. Dann haben wir 18% Attack Speed. Das reicht aus zum Trash Farm, aber es ist auch das Mindeste. Ja, weil darunter geht gar nicht und darüber brauchen wir halt dann deutlich viel mehr Attack Speed als wenn wir als bei 18. Ich zeige euch das mal ganz kurz mal. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gezeigt und zwar unten in meiner Stream-Beschreibung findet ihr die WW- und Sprint-Mechaniken. Ja, dort gibt es so eine kleine Auflistung und da seht ihr, was halt sehr wichtig ist jetzt für uns. Hier seht ihr die Breakpoints. Ja, das habe ich oft da schon gezeigt. Und hier sieht man ab 1, also man kann einfach beim Scorn, unser Scorn hat einen Attack per Second. Das ist viel einfacher mit dem Scorn die Breakpoints zu berechnen. Ja, weil unser Scorn hat, wie gesagt, hier kann man es nochmal sehen, einen Angriff pro Sekunde. Das ist hier. Und alles, was wir jetzt Attack Speed raufnehmen, kann man einfach als Kommastelle rauf addieren. Also wenn wir 8% Attack Speed haben, haben wir 1,08.
Ja, also als die hier. Das wären jetzt 5% Attack Speed, 0,5, ja? Und also das heißt also, zwei Items mit jeweils 9% Attack Speed sind 1,18. Und wir brauchen für diesen Breakpoint hier 1,176. Deswegen sollte man den hier immer erreichen, denn man sieht, man kriegt einen Tick mehr als mit 12% Attack Speed. Ja, und der Damage steigt halt auch. Und jetzt gucken wir weiter. 18% Attack Speed sind dieser hier. Und wenn wir jetzt 14 Ticks wollten, ja, also nur 2 Ticks mehr und 40% mehr Damage, mehr Waffenschaden, ja, dann bräuchten wir schon 43% Attack Speed. Also der ist Pflicht, der Breakpoint hier, aber da drüber, ja, der einzige, der noch irgendwie in Frage käme, wäre der hier, aber auch den, einen Tick mehr, ja. Also, die Breakpoints sind nicht so wichtig. Erst wenn wir wirklich dann höher gehen und dann, ja, wenn ich jetzt spiele, dann komme ich hier in die Richtung, dann wird's schon. Ja, doppelt so viel Ticks, doppelt so viel Damage, doppelt so viel Wut. Ja, aber so würde ich erst immer nur die 18% und wenn man die erreicht hat, ist alles gut. So ungefähr. Entweder, das heißt also, entweder wir nehmen zwei Items mit 9% Attack Speed. Und da wir den Lakunis auf jeden Fall nehmen, wegen dem Movement Speed, ja, brauchen wir dann nur noch ein Item mit 9%. Oder wir nehmen drei Items mit 8% Attack Speed. Ja, dann sind wir da zwar ein bisschen drüber, aber das ist nicht so wichtig wie bei normalen Barbs. Ja, wenn man da ein bisschen mehr drüber ist, dann ist auch die Animation halt ein bisschen schneller vom Rend und so. Also, wie gesagt, das Wichtigste ist nur, wir brauchen 18% und alles andere danach ist nicht mehr so wichtig. Es sei denn, man geht wieder in Budget, wo es deutlich höher wird. Was ich aber ganz gerne mal, ich überlege halt, ob man halt zum Beispiel, um viel EHP zu erreichen, möglichst billig, das bin ich halt die ganze Zeit am Überlegen, ob man das nicht eventuell klüger wäre, IK-Set zu holen, denn das ist auf jeden Fall gut und zwar ein Zweier oder ein Dreier, zum Beispiel über die Schuhe, dann hätte man noch den Movement Speed und den Gürtel für den Life Leech, dann hätte man zwei und vielleicht sogar noch den Helm, ja, weil da kriegt man Crit-Chance drauf. Also da hätte man drei IK-Items oder nur den Gürtel und den Helm und die beiden, das Rüstungsteil und den Beinschutz Blackthorns. Wer es nicht kennt, also erstens gibt die Blackthorns, man kriegt einfach extrem viel EHP darüber. Vor allen Dingen kriegt man viel Leben. Ich zeige euch mal die Rüstung, hier den Beinschutz. Der gibt Leben pro Treffer, okay, das brauchen wir nicht so unbedingt. Aber 12% Leben, man kann da noch zwei Sockel drauf haben. Und jetzt, was wichtig ist, Set 2, 100 Vita. 100 Vita. Und wenn man dazu, wie heißt die? Nee, nicht Sporen. Wappenrock. Ja, wenn man sich den anguckt, also der gibt halt eine Menge. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich würde es mal gerne so ausprobieren. Und mal sehen, was wir so, oder mal nur mal gucken, was kriegen wir denn für ein Blackthorns mit schön viel Vita. Die sind inzwischen sehr teuer. Wir haben aber deutlich mehr. Ich gebe mal einfach 100 Millionen Max ein. Aber wenn wir zum Beispiel bei der Vita runtergehen, bei der Stärke, da sieht man dann ganz schnell, da kriegt man super Teile, ne? Also hier 140 Stärke, 186 Vita. Was haben wir hier? Ja, man kann sogar ein bisschen runtergehen. Wir kriegen ja, wie gesagt, nochmal einen 100 Vita Bonus dann rauf. Wobei ich das interessant hier finde. Ja, wenn man da. So, mal kurz zu vergleichen, was finden wir hier?
So, die sieht doch richtig gut aus für 60 Millionen. Wahrscheinlich. Ah, das ist sogar schon drauf geboten. Das heißt also, da sind auch andere schon. Das ist immer ein gutes Zeichen. Aber wenn wir ein bisschen runtergehen. Ich kaufe die hier für 60 Millionen. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ne? Wie gesagt, das ist ja auch ein Giveaway-Barb. So ein bisschen so ein Experiment sein. Und wir probieren es einfach mal. Ja, mal ein bisschen anders. Ich kaufe die für 60 Millionen und kaufe dazu eine Black Thorns-Hose. Denn der Bonus da, der ist einfach nur geil. Diese 100 Vita. Die können wir echt verdammt gut gebrauchen. Und wenn man mal überlegt, das sind 246 Vita und nochmal 100, 346 Vita, die wir dadurch kriegen. Also, wie gesagt, und was wir da gut gebrauchen können jetzt auf der Rüstung, sind zwei Sockel. Ich guck mal, ob das ins Budget passt. Zwei Sockel und physischer Widerstand. Und ihr seht, super billig. Und ich glaube aber, dass noch ein Roll geht gar nicht. Oh, geht gar nicht. Noch ein Roll. Nix kostet es einfach mal, nix. Ich überlege, gibt es überhaupt eine bessere noch als diese hier mit physischen? Weil wir brauchen keinen Allrest zum Beispiel, was viel teurer wäre. Mit zwei Sockeln. Ich meine, ich glaube, wenn man mit Vita und Stärke, ne, guckt. Ja, aber die hat keine physischen Resis hier. Wir brauchen die physischen Resis, brauchen wir schon. Ich guck mal so. Da, 100. Na gut, da können wir auch hier ein bisschen runtergehen. Hier, 5 Millionen. Hier, das ist besser noch. Und es hat auch 12% Leben und einen hohen Life-on-Hit-Wert. So, hier noch ein bisschen runtergehen. Ich kaufe die hier, ja, für 5 Millionen. Fünfundvierzig physischer, 12% Leben, 20% MF. Ja, keine Socke, aber das ist besser. Also ich meine, wir kriegen hier 100, 240 Base Stats statt zwei Sockel. Warum nicht einfach Allres? Wir brauchen kein Allres. Wir brauchen nur physischen Widerstand, weil die. Ich kann euch ja zeigen, also soweit ich weiß, ist auch Allres einfach hier. Ja, fängt bei 100 Millionen an in der Kombination. Ich weiß, wir könnten auch für 100 Millionen diese jetzt kaufen, aber wir erreichen fast dasselbe hier durch. Wenn wir eh auf 650k IAP kommen gegen die Bärenlinge, dann haben wir eh genug Leben für alles andere. Da brauchen wir dann nicht Allres noch. Es geht ja wirklich nur um die Bänlinge und die sind physischer Schaden, machen die. Und so sparen wir einfach verdammt viel Kohle. Und wir können jetzt dann unser Geld loskriegen, tun wir eh bei den Ringen und Amu und so. Ne? Da können wir ruhig hochgehen, um dann nochmal den DPS zu steigern. Gut, so viel dazu. Was jetzt aber problematisch wird, ist, dass wir nicht eventuell nicht genug, also kein Movement Speed brauchen wir auch noch. Ja, also gut, es geht jetzt weiter. Lakunis mit 9% Attack Speed. Das mache ich so. 9 Bewegungsspeed, 12. Allres. Möglichst 65 und noch ein Stärke Vita Roll. Wäre halt optimal. So stelle ich mir dann die vor. Was man auch gucken kann, auch hier wieder. Da ist halt wirklich die Sache, ob mal. Ich kann ja mal gucken. Ich habe nämlich noch eine Idee. Also wenn man hier 75 macht, 75. Sind auch richtig teuer geworden, wie ihr seht, ne? Was natürlich schön wäre. Wir haben nämlich einen Roll jetzt noch übrig. Ja? Zum Beispiel hier Geschicklichkeit oder
Hier Feuerwiderstand. Ich probiere mal Folgendes. Nur mal gucken. Physischer Widerstand wieder. Der ist uns sehr wichtig. Und was geht denn da dann mit Crit-Chance? Nix. Ja gut, okay. Wir sind hier auch sehr hoch. Hier! 8 Millionen. Ja, die kaufe ich auf jeden Fall. Schnell. Bevor sie weg sind. Was haben wir hier noch? Auch sehr schön. Also über physischen Widerstand, seht ihr, können wir ordentlich Geld sparen. Aber die waren natürlich jetzt wieder sehr billig, wie Genes schon sagt. Ich komme, gehe hier sehr unter das Budget bei allen. Das ist natürlich, den muss man dann, wie gesagt, sowas müsst ihr sofort wegsnipen, wenn ihr sowas sieht. Ich muss mir aber überlegen, hier der für 40 Millionen ist auch sehr nice. Also ich meine, 70 Stärke. Also er pusht ganz schön nochmal und hat auch einen halben Prozent mehr Crit-Chance. Also man könnte die ja auch holen, die sind nämlich wirklich nice. Also und mit denen hier traden, die könnte man einfach zum Traden benutzen. Jetzt sind sie weg. Also hat sich's auch erledigt. 8,5, ihr habt gesehen. Das waren die Stream-Gucker hier. Gut, dann geht's weiter. Wir brauchen auf jeden Fall eine IK-Rüstung, eine IK-Gürtel. Und da wäre natürlich auch wieder schön, wenn man da ein bisschen mehr Vita kriegt. Da. Mal abschätzen dann. Ich meine, wir haben jetzt eine Menge Vita über das Blackthorns. Aber wir haben auch wie ein bisschen Budget hier. Wir können ruhig ein bisschen höher gehen. Immer einen Tag 11 Stunden zuerst gucken. Zerfleischen reduziert ist immer gut, sofern man so beginnt, wie ich immer beginne, dass man sich schlagen lässt. Auch hier seht ihr übrigens, wie teuer IK-Gürtel geworden sind. Also es ist deutlich teurer geworden. Mempo mit Crit-Chance? Nee, nee, schauen wir nicht. Wir können ja 10 Millionen fürs Gear ausgeben und dann Mempo mit Crit-Chance kaufen. Das wäre auch nochmal eine Idee. Nee, das bringt nichts. Hier sind wirklich schöne, dass wir auch ein bisschen DPS nämlich kriegen. Leider. Also ich rechne einfach, man kann ja einfach zusammenrechnen, zu 100, 210 circa Base Stats. Und wenn ich so gucke. Für 50 Millionen. Es oh, geht sogar. Zwölf. Ja, ein Klagelied ist auf jeden Fall auch schön. Vor allen Dingen, wenn ihr weniger Gold habt. Aber wir brauchen ja jetzt, weil wir die Blackthorns Sachen geholt haben, will ich ja nochmal den IK-Bonus haben. Und von daher. Und ich kann auch nicht zum Beispiel hier jetzt mit physischem Widerstand nochmal holen, denn wir brauchen auch noch ein bisschen Widerstände für den Rest. Ja, also da ist schon jetzt auf jeden Fall das am besten. Ich finde das den hier ziemlich gut. Er hat zwar nur 71 Widerstand. Das ist halt ein bisschen schade, wenn man da mal guckt, geht man einfach ein bisschen mehr bei der Vita runter und dafür kriegt man dann einen höheren Widerstand. Hier sowas zum Beispiel. Das bringt dann im Endeffekt mehr. Man sieht auch hier wieder ganz deutlich, ja, da gehen wir ein bisschen in den Stats hoch und dann sind wir plötzlich von
29 Millionen auf 70 Millionen. Und das finde ich immer problematisch. Ja, weil es soll ja, ich will ja wirklich hier von der Preis-Leistung auch was rausholen. Und da finde ich es immer schwer, da jetzt 50 Millionen auszugeben für 10 mehr Vita. Also. Aber ich will mir auch Zeit lassen. Ich lasse mich nicht drängen. Mal gucken, wenn wir da noch ein bisschen höher kommen. Der hier sticht immer wieder ins Auge. Vor allen Dingen hat er 78 Allres, aber. Weil das solltet ihr nicht ganz. Also nicht ganz aus den Augen verlieren, nämlich dass hier auch zwischen 80 Widerständen und 70 Widerständen, das sind 10 mehr Widerstände, ist deutlich besser als zum Beispiel 20 Vita mehr oder weniger, ja. Und wie gesagt, ich lasse mir Zeit bei allem. Der ist sehr schön. Stimmt, eine gute Idee ist auch, was mir gesagt wird im Chat, dass ich mal mit Lebenprozent gucken soll, weil wir haben nämlich jetzt viel Vita und dann ist natürlich Lebenprozent auch schön. Ach so, aber da gibt's. Ah, dann gibt's nur. Nee, nee. Den gibt's nur bis 195 Stärke, den Lebenprozent. Wir wollen schon die 30 Stärke jetzt hier mehr haben. Ich hatte gerade ganz nette. Ja, den gibt's nämlich, das ist ja noch ein Random Roll, der da drauf ist. Genau, diese hier. Die kaufe ich mit vollen Allres für 39 Millionen. Die habe ich nämlich gleich eben schon gesehen. Die haben nämlich 80 Widerstände. Und wie viel Prozent Life Leech da ist, ist völlig egal. Und 100, 212, 312 Base Stats. Sehr schön. So, ich trage mal weiter ein. Gürtel 39. Beine waren totales Schnäppchen, glaube ich. 5 Millionen, Lakunis 8. Fünf, ne? Ja. Den Wappen, die Rüstung waren 60. So, und so langsam wird es jetzt interessant auch. Wir haben noch 600 Millionen. Das sind die beiden Items, ne, wie ich ja schon sagte. Der Kopf, wo ich mir nicht sicher bin. Der Kopf wird halt die Frage, wie viel ERP schaffen wir? Können wir uns einen Andariels leisten, der nochmal dick, dick DPS pusht? Und ja, die Sache ist halt. Also ich habe jetzt hier AK Blackthorns 1, 2, 3. Ich guck mal ganz kurz, wie es aussieht mit IK Handschuhen. Ja, da würden wir dann nämlich Stärke. Teuer. Okay. Nee, das lohnt sich dann nicht. Sowas hier ist nice. Wir müssen nur aufpassen, woher kriegen wir da noch den Attack Speed, nämlich. Ja, wenn wir jetzt über, nur mal als Gedankenspiel, wir nehmen jetzt den IK-Gürtel, IK-Handschuhe und und ein IK-Trikot.
Da könnten wir uns hier den Andariels leisten. Es ist auf jeden Fall wird sehr schwer. Ja, ich nehme keine Items von den Viewern hierfür. Ja, eben, wenn man nämlich sowas hier sieht, da braucht man einfach keine IK-Handschuhe. Das ist einfach zu. Normale Handschuhe sind so viel besser. Bei IK ist das so besonders, dass es, ich immer versuche zu umgehen, IK-Handschuhe zu kaufen. Das Schöne ist halt wirklich an denen hier, dass sie halt nochmal den Nahkampfschaden um 5% reduzieren und wir so dann 1, 2, 3, also um 9% nochmal. Um 9% den Nahkampfschaden reduzieren. Und das ist halt für uns auch ein wichtiger Stat. Ja, so würden wir jetzt 0% haben beim Nahkampf reduzierten. Oder mit 1, 2, 3. Ja, man kann halt den Attack Speed sich notfalls noch über den Ring holen. Aber es wäre natürlich viel einfacher. Ja, sowas geht natürlich nicht, Slevin. Ich brauche da 9%. Aber ich werde es jetzt anders machen. Und zwar, ich gehe mal, ich guck mal, was ich kriege mit Attack Speed. Also, ihr werdet sehen. Das ist sehr billig, auch mit 100. Ah, sind auch teurer geworden. Also, wenn man da. Wir brauchen 9% Attack Speed und Crit Chance. Und Crit Schaden sind natürlich auch wichtig. Optimal wäre es natürlich, wenn wir da jetzt noch einen All Rest draufkriegen. Aber das ist sehr, sehr schwer. Hier 6 Millionen, aber nur 36 All Rest. Aber man sieht, auch für 6 Millionen kriegt man super Teile. Ach, der mit physischen. Ah, der sieht sehr schön aus hier für 32 Millionen. Ich guck aber mal, wie es aussieht, wenn ich da jetzt mal. Physischen. Aber pff, dann nehmen wir lieber noch einen Allres. Hier hätten wir 45 physischen, aber da war, fand ich die anderen besser. Oh, hier hätten wir mit 9, mit 42 Quitschern. Auch hier ist es echt nicht einfach. Ist halt schade, dass es so wenig. Oh, hier. Immerhin 25 Widerstände. Oh, hier. 53 Widerstände. Ich hol die hier. Trifecta über 100 Stärke und Allres. Einzige, was vielleicht nicht ganz so toll ist, der Crit-Schaden, aber wir haben eine Menge Crit-Schaden. Schon über den Scorn, das ist nicht ganz so wichtig. Aber die sind sehr schön. 62 Millionen, die waren früher unglaublich. Und ein Allrest ist besser noch als überall. Hier haben wir physischen 1, 2, 3. Wir haben physischen nämlich schon auf vielen Items. Okay. Dann machen wir weiter. Und zwar gucke ich mir jetzt mal die Schuhe an. Stiefel. Und ich würde halt. Ich kann ja mal gucken, was kosten denn so IK. Die hießen, glaube ich, Schritte. Schritte. Also unser Problem ist jetzt ganz klar. Wir brauchen. Wir brauchen Bewegungsspeed auf den Schuhen. Und da bieten natürlich sich die IK-Dinger an. Ich kann ja mal gucken, also wenn man hier mal so guckt, das sind so um die 20 Millionen, die man hier bräuchte. Aber wenn man hier sogar noch ein bisschen höher geht, 50 Millionen. Ich guck mal einfach mal Eiskletterer mir an, was es da mit Bewegungsspeed gibt. Wir brauchen auch nicht unbedingt 12. 10 reichen aus, aber
Da geht es erst los bei 200 Millionen. Da sieht man es klar teurer. Also auch wenn ich die Vita jetzt ganz weglasse, immerhin. Aber da muss ich schon sagen, da sind die, gefallen mir natürlich die. Ah, es ist eine Sache. Die 11% Leben, der Sockel. Ist gar nicht so einfach. Durch Kälteangriff erlittenen Schaden hat so viele Vorteile auch. Dafür verlieren wir dann jetzt wieder natürlich den Dreier-IK-Bonus. Also 1, 2, 3. Den ich schon ganz gerne hätte. Ja gut, aber da habe ich jetzt ja bessere, Gott sei Dank, bekommen, sogar Slevin für 62. Aber gut, ich kaufe IK einfach wegen, damit wir dann eventuell auf erstens mehr Spielraum haben beim Helm und zweitens, um, also dass wir den Andariens uns eventuell leisten können und wir jetzt den Zweierbonus hier rüberholen, über den Gürtel und die Schuhe. Und weil, also, ja, ist einfach, ist besser so. Denke ich zumindest. Okay, und jetzt gucken wir mal, wenn wir ein bisschen mehr Vita kriegen. Mit 72 Widerständen. Wenn wir hier höher gehen und da ein bisschen runter. 30 Millionen. Mit 76 Widerständen, einen Tag 11 Stunden. 72 Widerstände ist zu wenig. Hier sieht man, das ist klar overpriced. So 666 Stärke. Ah, nur 71. Ja, das wäre auch was, was Haribo postet mit Allrest. Wie viel kosten die denn? Das Problem ist halt jetzt, wenn ich jetzt andere Schuhe holen würde, wie Eiskletterer oder Tsunimasas. Dann brauche ich auf jeden Fall einen IK-Helm. Was ja nicht so schlimm ist, aber ein Andariens wäre halt irgendwie schöner. Ach so, war ein Beispiel. Na, wir können ja mal gucken, ne? Damit ihr auch mal so seht, was wir für Tsunimasas, was wir für Möglichkeiten haben. Und zwar Stärke Vita und Allrest. Mal sehen, wie viel kosten die denn? Da geht es nämlich auch schon bei 35 Millionen los. Wenn man da mal so. Ah, das wird leider zu teuer. Und die bringen halt eine Menge DPS. Mehr als Eiskletterer. Für den Preis. Vor allen Dingen mit Bewegungsspeed. Also. Die sind nice. Wir brauchen auch nicht ganz so viel. Ich guck mal hier, gibt nur noch ein bisschen andere Werte ein. Bisschen mehr Stärke. Boah, da wird es richtig teuer. Was man noch machen könnte, ist die vier physischen. Na, da wird super billig. Kein Angebot, leider. Wird sie Allrest nicht weglassen? Naja, na, dann wird es richtig billig, ist klar. Aber wie gesagt, der soll halt schon auch nicht nur die Banlinge überleben. Der soll halt schon. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie defensiv er schon ist, ne? Weil wir haben wirklich schöne Items für die Defensive. Aber zum Beispiel hier auch ein bisschen wenig Vita. Und wir haben ja, wie gesagt, wir haben das Budget. Und es sind auch Items, die garantiere ich euch, die im Preis steigen werden. Ich finde die hier echt schön. Schade, dass die nicht 8% haben. Ja, ich weiß, die sind nicht teuer. So Dinge habe ich schon für 5 Millionen gekauft. Ist Tsunimasa nicht Geldverschwendung? Nee. Die bringen verdammt viel DPS.
Und mit Allred sind sie inzwischen, kosten sie ja auch nur noch so viel hier. Ich mal hier noch ein bisschen runter gehe. Ah, hier noch ein bisschen länger. Ah, es wird nichts. Die sind halt echt schön hier, aber das sind auch die einzigen. Ja, ist schon fast zu defensiv, sagt er. Ja, wie gesagt, ich will es auch mal gerne so ein bisschen. Ah, die sind echt schön hier. Sind auch die ersten mit Allres. Mit 8%. Hier haben wir auch 8%. Wie gesagt, ich will auch so. Oh, die sind alle drei hier richtig schön. Oh, dann könnten wir auch die nehmen. Hier sogar mit 74 Allres. Jetzt wird es aber zu teuer. Ich finde fast die hier am besten. Ja, die haben auch 180 in. Das sind 70 Widerstände, 70 Stärke, 80 Vita. Also die 8% Giftschaden hauen richtig rein. Allerdings hier kosten sie 70 mehr. Ich kaufe die hier. Millionen. So, Füße 85. Und damit haben wir uns jetzt auch festgelegt, dass wir einen IK-Helm brauchen. Ja, weil wir haben ja jetzt einen IK-Gürtel. Wir könnten ganz IK weglassen, aber wir kriegen einfach jetzt einfach mal 60 Allres umsonst auf den Kopfschutz. Deswegen ist der Allres für uns. Wir brauchen auf jeden Fall den erhöhten Stärke-Roll. Allres, wie billig sie geworden sind, auch mit Allres. Unglaublich. Oh, 18 Millionen nur noch. Was aber schön wäre, wenn wir die 6% Crit-Chance kriegen. Und wir brauchen kein Allrest, sondern vielleicht physischen Widerstand. Und das sieht man. Das kostet einfach nichts. 3 Millionen. Einen Tag, 11 Stunden. Und wie auch nochmal. Nahkampfangriffe um 6%, ne? Das ist einfach zu gut für uns, als dass ich das jetzt nicht kaufen könnte. 2,5 Millionen mit 197 Stärke. Also, ich guck mal hier noch durch, aber das sieht alles ziemlich gut aus. Ich meine, die paar Millionen, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich kaufe die hier für 2,5. Die für 1,3 sind auf jeden Fall auch ein super Kauf. Mal sehen, wie lange sie brauchen. Ah, ich kaufe es einfach auch mal. Okay. Also 2,5 für den Kopf. Und jetzt gucke ich mir mal ganz kurz an. Ich brauche noch die drei Items, habe noch 400 Millionen. Das ist perfekt. Und Gems brauchen wir später auch noch. Ich gucke mir jetzt mal an, was ich so für wie mein Defensive aussieht. Dazu packe ich mir alles. Natürlich habe ich jetzt meine Items nicht geholt. Hier. Wie gesagt, es geht halt auch so ein bisschen, jetzt sagen einige, ja, du hast eh viel zu viel Defensive schon.
Es geht halt einfach auch ein bisschen so auszuloten, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wo liegt die Grenze, wie viel brauche ich wirklich? Weil ich so bei normalen Barbs, da hatte ich das alles schon im Gefühl, weil ich so viel Barbs gebaut habe. Aber hier, da brauche ich einfach noch ein bisschen, um das mal alles so ein bisschen rauszukriegen. Bei den Lakunis kann ich mal später noch gucken, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr ausgeben können. Das war der Helm. Und hier. So sieht es bisher aus. Wie viel Leben habe ich? 60.000 Leben mit 610 physischen. Ja, das sind schon die. Und 5.000 Rüstung. Naja, da kommt noch ein bisschen mehr. 1.900. Ja, also wir haben genug. Das sind ziemlich genau 650.000 EAP. Ich rechne es kurz aus. Obwohl es geht einfacher, wenn ich mich kurz auslogge. Selbst mit dem Rubin, ich mache mal noch den Lebensstein rein. Leben. Ich habe auf jeden Fall genug EAP. Ich bin mir ganz sicher, aber ich mach's mal zur Sicherheit, logge ich mich aus und zeige euch auch schnell. Dashboard. Mein Stream. Dann gehen wir auf SSD-Seite. Portiere ich mich. Baba. Und ihr seht, schon 780.000 EAP. Das heißt also mehr als genug. Wir brauchen also jetzt auf Ringen und Amus überhaupt nichts mehr in Defensive. Und ich gucke mal nochmal die genauen, nämlich EAP ausführlich. Nahkampf physischer 780.000. Also, und das ist der für uns der entscheidende hier, ne? Diese EAP, dieser EAP-Wert, wie auch hier steht. Das heißt also, wir haben mehr als genug und ich habe ja jetzt, was ich nochmal mache, ist, ich nehme den Stein mal raus aus dem Helm und gucke dann nochmal. Und das müsste reichen. Ich meine, naja. 15%. Ah, ich bin zu faul, es auszurechnen. Import. Laden. Laden. Sechshundertachtzigtausend, fett. Dann kann er sogar einen Rubin reinpacken, was ja sehr schön ist. Was? Ich ignoriere keinen Chaos-Schieber. Keine Ahnung, was los ist. Ich mache gerade einen Barb. Ja, ich weiß, SSD. Aber ich, wie gesagt, ist ja jetzt egal. Also pass auf, weiter geht's. Wir brauchen noch Ring, wir haben viel Budget übrig. Und zwar 447 Millionen. Man könnte ja fast zwei Barbs hier raus machen. Aber gucken mal, vielleicht mache ich zwei Barbs draus. Und mal, ich will mal sehen, wie viel Damage ich jetzt schaffe. Und zwar, so sollte so ein Trash-Farm-Ring ungefähr aussehen. Schön viel Crit-Chance. Schaden. Ich mache mal einfach so, mal sehen, was da so losgeht. Und ihr seht, wie teuer das ist. Ein ordentlicher Ring. Boah, der ist fast echt perfekt.
Mit physischen noch. Aber gut, brauchen wir eh nicht mehr. Aber es kann nicht schaden. Ich meine, in Situationen, wo ein Banling reinkommt, man hat genau 650.000, dann reicht es halt, wenn irgendwie zwei, drei Gegner auf dich reinhauen und schon ist man tot. Aber wir brauchen das nicht hier, ne? Wir kriegen hier auch auf jeden Fall noch was Besseres. Der hat einen Hidden Average Damage Roll. Hier. Der ist schön. Der hat auch einen Hidden Average Damage Roll. Da geht nix. Oh, der ist nice. Zum Trash Farm. Das ist ein richtig geiler Trash Farm Ring. Aber es gibt ja da auch noch so ein paar Tricks. Mal noch ein bisschen durch. Der ist schön. Boah, der ist echt nice hier. Aber 300 Millionen für den Ring. Ich bin noch nicht bei Dings, bei Amus. Da gucke ich gleich mal. Die Ringe ist immer das Schwierigste, finde ich. Also den hier kaufe ich, glaube ich. Der ist einfach. Naja. Ja, hier hätten wir sogar schon 54 Stärke-Dinge. Und hier. Boah, so viel Average Damage. Ich meine, wenn wir hier mal so gucken. Ja, da gibt es nichts. Also ist immer ein guter Tipp, ne, mit Sockel zu suchen. Ich glaube, den hier kaufe ich auf jeden Fall. Der hat nämlich so viel Average Damage. Ach so, und du hattest noch einen schönen. Ja, den habe ich eben auch gesehen, Boozer. Für 86. Aber wenn du guckst, also wenn wir mit Sockel suchen. Stärke. Nee, es muss auch nicht unbedingt sein. Ah, okay, Husa hat den gekauft. Aber der kommt immer wieder hier. Der ist aber auch nice. Der taucht auch immer wieder auf. Ich guck mal ganz kurz, vergleich die mal hier.
Ich vergleiche mal was. Den nehmen wir auf jeden Fall. Wusa, dann gib mir doch den, den du da gerade gekauft hast, für 86 Millionen bitte. Beides, glaube ich, das Beste. Vor allen Dingen haben wir ein ganz viel relativ, deswegen, der bringt auch deswegen am meisten DPS, weil wir so einen hohen Crit-Schaden erreichen, höchstwahrscheinlich. Und dadurch ist uns die Crit-Chance sehr wichtig. Also, wie viel hat der gekostet? 86. Stimmen gewonnen, doch die Diener der Hölle werden stärker. Lasst euch nie erwischen. 86. Danke. Ein Verbündeter hat doch. Okay, den nehmen wir raus. Alles hier hin. Ja, nur 1000 mehr. Ja. Okay, so und dann. Habe ich. 86 und der zweite Ring waren 34. Okay, wir haben noch 300 Millionen für den Amu und Gems. Das heißt, also ich guck mal zum Amu. Ich meine, wir brauchen nicht. Ich mache noch ein Bab. Für den Rest dann. Also ich bin vor allen Dingen gespannt. Oh, mal sehen. Average Damage. Stärke. Zwar machen wir mal so. 125 Millionen. Boah, der ist nice. 140. Boah, mit 500 Leben pro Treffer wäre der früher so viel mehr wert noch. Wusa hat ihn wieder gekauft. Aber es sieht auch eindeutig wieder aus, als sei es der Beste, vor allem mit dem Sockel, ne? Und 45 Average Damage, 160 und 90. Ja, Wusa, dann haben wir wieder einen Deal. Wusa kauft mir einfach mal alles weg. 140. Ja, aber der von Wusa ist klar besser. Also noch der Haupt noch mal. Ja, es ist wahrscheinlich nimmt sich nicht viel, aber der hat 45. Ja, noch 180 Millionen bleiben übrig, 140. Und hier sieht man halt auch schön, dass es hier doch vom Preis-Leistung dann, warte mal, stimmt das? Ich glaube 140 Millionen, ja. Hier sieht man dann, finde ich, auch wieder deutlich, wie es sich doch lohnt dann. Beim
beim Amu und Ringen, dass man dort mehr Spielraum hat. Jetzt seht ihr, wir, also wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gems brauchen wir. Millionen. Da hätte ich genau noch 100 Millionen finden. Oder die hier. Ich meine, die hier reichen auch. 13 Millionen. Okay, und jetzt gucken wir uns das mal an. Warum hast du noch einen Barb? Ja, aber einen ganz schnellen baue ich dann da aus dem Rest. Und da habe ich ja sogar schon ein paar Items, ne? Jetzt gucken wir uns erstmal an, was das hier geworden ist. Ja, mit Rubin drin. Es ist sogar so, würde ich sagen, dass wenn ihr jetzt niedrigeres Paragon-Level seid und den gewinnt, wie viel hat der jetzt gekostet? Boah, der ist richtig gut geworden. Der ist besser als der letzte 500 Millionen Barb, den ich gemacht habe. Also er war, hat jetzt 700, nee, 680 Millionen. 680 Millionen, 60.000 Leben. Ich guck mir jetzt mal an, wie er sich spielt. Okay. Er ist auf jeden Fall klar besser geworden als den letzten Trash Farm Barb, den ich gebaut habe. Für 500 Millionen hat der, glaube ich, gekostet. Ah, ne, der war aber auch am Ende viel billiger. Eiskletterer mit 250 Stärke, ja, die natürlich wären die besser gewesen, aber. Ich kann dir auch noch mal zeigen jetzt. Ich zeig euch mal. Ich habe ja selber hier zum Beispiel. Ich habe mit 270 Stärke. Jetzt nehmen wir die einfach mal raus hier. Und jetzt zeige ich euch mal hier. Guckt es euch an. Das sind. Vergleicht die beiden Schuhe. Und ihr seht, wie krass Tsunemasas Spur ist mit einer Black Weapon. Wie du schreibst, mit 250 Stärke, okay, das wäre noch 20 mehr Stärke, aber mit der hat noch Movement Speed. Und mit Movement Speed sind wir da ganz klar bei 500 Millionen bei den Eisklettern. Und wie gesagt, guckt auf den Wert Schaden. Okay. Ich glaube, da wird auch klar, was ich, wieso ich diesen Schuh immer so propagiere, ne? Okay, dann wirbel ich mal los. Habe ich alles richtig? Ne, die Skillung muss ich noch schnell ändern. Nicht genug Wut. Verheeren. Raufbold. Okay, und ich wirbel mal. Ja, es ist schon klar, dass der mit Stein dann mehr Schaden macht. Naja, also ich glaube, für die meisten wurde zumindest klar, was ich sagen will. Boah, leck. Aber ihr seht auch, was ich schön finde, also von, vom, vom,
von der Defensive reicht er hier absolut. Ne? Das sieht man, glaube ich, ja sehr schön. Und man überlebt halt auch ein Bandling, was ja immer nice ist. Man kann auf jeden Fall super spielen mit dem. Wie viel hat er jetzt gekostet? Ich hab's eben gesagt. 650 Millionen, ne? Lass dich mal von einem Bandling treffen. Da war gerade einer. Habt ihr gesehen? Genau das habe ich gerade gemacht. Und es ist sogar mit Rubin im Helm. Hier. Es ist halt schwer, sich nur von einem treffen zu lassen, ne? Weil der in meinen Gruppen. Da. Jetzt. Da. Und jetzt, wie gesagt, naja, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr so auf diese Schuhe eingehen. Weil ich finde, das ist sogar ziemlich klar, jeder, der drüber nachdenkt, dass das absolut für den Preis das Beste ist. Auch klar besser als... als IK-Schuhe. Ich vergleich's mal. Ich vergleiche mal Folgendes. Und zwar will ich mal Schritte des unsterblichen Königs. Und zwar, für, ich meine, die hier haben jetzt 80 Millionen gekostet. Und dann gehen wir ruhig hier noch ein bisschen hoch. Na, von wie aus nehmen wir welche für 140 Millionen. Und gucken mal an DPS. Minus 8000 Schaden. Ja, wunderbar, das passt doch. 5300 Rüstung. Na gut, EAP ist auf jeden Fall genug, mehr als genug. Ich mach's noch einmal, ich lock mich mal einmal aus. Wow, wie viel EAP hat er jetzt? Und wie viel Crit-Chance hat der? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar hier. Also er ist jetzt mit einem Rubin drin. Ja, also ohne den HP. Ich bin ja nicht so der Fan von dieser Bonuserfahrung, aber weil wir es halt übrig hatten, oder weil wir genug EAP halt hatten. Hier ist der, hier 723.000 EAP. Ihr habt ja auch gesehen, ich überlebe einen Bandling. Und jetzt gucken wir mal noch ein bisschen hier Brawler, Kampfrausch. Ich meine, man spielt ja immer Fullbuffed. Berserker und Anatomie. Berechnen das nochmal. So, TDPS, 1,9 Millionen TDPS. Und was halt wirklich interessant ist, also Full Buffed haben wir 81,5% Crit Chance und 585% kritischer Trefferschaden. Das ist sehr schön hier. Ja.
Das kommt halt, dass wir über 80% Crit-Chance erreichen, ist halt wirklich schön. Es kommt halt wirklich daher, dass wir 6% auf dem Kopf haben und halt sogar Crit-Lacunis für 8 Millionen bekommen haben. Und was aber wirklich interessant ist und was wirklich wichtig ist, ist dieser Wert hier, wenn ihr dann hier auf Skill Damage geht, zu Rend. Da sieht man auch, da habe ich das ja auch schon oft beschrieben in meinen Tutorials, also normaler Crit, noch normaler Rend macht 85.000 DPS. Ja. Oder guck mal hier, normaler Rend, der durchläuft bei einem Gegner, der normal getroffen wird, macht 426.000 Damage und ein Crit Rend macht fast 3 Millionen Damage. 2,9 Millionen. Das heißt, 2,9 Millionen mit TDPS von 1,9 Millionen schaffen wir es sogar mit dem Barb hier, die Nahkampfskelette mit einem Rend und ein bisschen durchwirbeln zu killen. Nicht alle, aber 81% von ihnen. 81,5% der Nahkampfskelette, die wir treffen, denen wir einen Rend geben, töten wir durch den Rend plus das Durchwirbeln. Und das ist wirklich das Entscheidende dann im Endeffekt, dass man das schafft. Und damit, also im Endeffekt, viel mehr braucht man jetzt nicht mehr. Natürlich, wenn man jetzt den DPS steigert davon, erreicht man noch ein bisschen mehr Killspeed und so. Und im Endeffekt ist alles, ist immer besser, den DPS zu steigern. Aber beim Trash Farm ist es viel weniger wichtig als beim normalen Farm. Denn wir hauen mit einem Rend und einmal durch oder zweimal durchwirbeln die Nahkampfskelette um und alles andere töten wir auch mit einem Rend. Also einem Crit Rend. Wie viel hast du ausgegeben? Das siehst du hier. Also ich habe 850 Millionen Budget gehabt und hab noch 170 übrig, das heißt 680 Millionen habe ich ausgegeben. Also 680 Millionen Barb. So, und was machen wir jetzt mit dem? Wir verlosen den jetzt. Ja, es war wirklich mal interessant, weil ich halt den mal ganz anders gebaut habe. Wir haben das Zweier IK-Set, wir haben Zweier Blackthorns, wir haben Rare-Handschuhe. Ja, es war alles mal ein bisschen neu. Wir haben mehr auf den physischen Widerstand geachtet. Also er ist sehr spezialisiert aufs Trash Farm, der Barb hier. Aber er ist wirklich nice geworden. Also 600, genau 676 Millionen hat dieser Barb gekostet. Komplett mit Gems und allem. 676 Millionen. Der Smaragd war schon beim Kauf dabei. Okay, und wie gesagt, den versteigere ich jetzt. Was? Nein, 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 nein. Den mache ich jetzt ein Giveaway. Aber dafür gibt es jetzt ein paar Bedingungen. Ja, ihr geht auf baudosau.de. Dort seht ihr Level. Ja? Ihr habt mindestens für diesen Barb mindestens Level 5. Erste Bedingung. Ja, wenn ihr jetzt hier mitmacht beim Giveaway, ihr habt mindestens Level 5. Zweite Bedingung ist, ihr habt maximal 200.000 DPS unbufft. Und ich find's eh raus. Probiert mich nicht zu bescheißen. Und dritte Bedingung ist, maximal 200.000 DPS. Und dritte Bedingung ist, wenn ihr keinen Level 60 Barb habt, sondern erst noch beim Barb hochspielen seid, ist er mindestens Level 50. Sodass ihr nicht jetzt kurz schnell ein, ne, oder sagen wir mindestens Level 45. Der Barb. Nicht Paragon, sondern normal. Das sind die Bedingungen und das Keyword dafür ist Trash TV zusammengeschrieben. Und wenn ihr jetzt, ich sehe ja hier, also jetzt gucken wir mal zum Beispiel, wenn jetzt ich sehe das nicht ganz so hart. Wenn jetzt einer hier, guck mal, ihr seht, wie viele Seiten hier. Also wenn jetzt jemand hier Level 4 und ganz am Ende ist, so wie Fantali hier oder hier, ne? Noch
wenn man rüber geht, noch 52 Minuten Stream schauen bis Level 5. Dann ist es auch okay. Oder hier so, ja? Aber ich sehe das, ich guck's mir an. Wenn ihr Ende Level 4 seid, ist es auch okay. Hey Jenny! Vielen Dank für die Spende. Ich habe wieder eine weibliche Spende bekommen. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Von Jenny. Über 5 Euro. Freut mich sehr. Übrigens, für das Restbudget baue ich dann jetzt gleich noch auf die Schnelle im Barb. Denn wir haben noch 174 Millionen. 174 Millionen übrig. Und ich habe ja ganz nice einen Snipe gemacht eben. Bei. Nicht nur beim Scorn, diesen hier für 26 Millionen, den werde ich natürlich jetzt dafür benutzen, denn er ist wirklich nice für 26 Millionen. Das war der beste Snipe eben. Und ich habe auch noch hier so ein Triumph, genau, hier, diesen hier für 1,3 Millionen, den Helm. Den nehme ich auch dafür, da habe ich schon zwei Items und den zweiten Barb, den ich dann gleich mache, den baue ich jetzt ganz schnell dann. Ich bin mal ganz kurz eine Minute AFK und dann roll ich den Barb aus. So. Also, ich wünsche euch viel Erfolg. Wer jetzt noch nicht genug Punkte hat oder beziehungsweise noch nicht das nötige Level hat, dann meldet euch an, ich gebe euch echt den Tipp, wir bieten auch Wetten an, ja, hier zum Beispiel heute Champions League Wetten mit Live-Quoten, ja, sogar Bayern hat sogar inzwischen eine 1,05er Quote, ihr könnt wirklich lustige Sachen mit den Punkten machen, ihr könnt die auch fürs Forum benutzen, was wir haben, also meldet euch an, denn Level 4 oder 5 ist man ganz schnell, ihr müsst mir ein paar Stunden zugucken. Und dann habt ihr das und dann könnt ihr auch wirklich bei allen Giveaways teilnehmen. Es geht mir wirklich nur darum, dass hier ihr wisst, wie es ist bei diesen Giveaways. Auf anderen Streams kenne ich das, dass dann hier Leute mit 10 Accounts reinkommen. Ja, und dann so einen schönen Barb, wo ich mir jetzt wirklich Mühe gegeben habe, abstauben. Und das möchte ich einfach nicht. Aber ihr bleibt einfach dabei und beim nächsten Mal habt ihr dann genug Punkte. Okay, also, 3, 2, 1. Kristanka, sehr schön. Stammviewer, wie gut es klappt immer. Also, check, Level 14. Ihr seht, sehr oft schon meinen Stream geguckt. Schreibt mir bitte schnell dein Battletech. Ich gratuliere dir herzlich. Freut mich wieder sehr, sehr gut, sehr schön, dass es einen Stammviewer getroffen hat. Bei Level 14 sind noch nicht viele. Ich check dich aber trotzdem ganz schnell. Aha, du spielst so ganz viele. Ah, du bist eigentlich eine Hardcore, spielst du mehr, ne? Sehe ich hier. Oder auch alle auf Level 60. Hier sieht man Last Time Played 9 Tage, 8 Tage ist es her, dass es aktualisiert wurde. Guck schnell, hier ist dein
159.000 DPS, ja wunderbar. Hast sogar ein paar Items, die du dann noch verkaufen kannst dafür. Und ich gratuliere dir vielmals.